Auf zur Rettung. Neue Hauptquest freigeschalten. Drücke Tab, um die Questkarte zu öffnen. Ich dachte, wir wären jetzt bald fertig. Alter Falter! Jetzt geht's noch weiter, oder wie? Dem Frieden eine Chance. Mehrere Monde, nachdem Venon Cutter aus dem Gefängnis befreit hat, kehrt unser Held nach Edelfa zurück. Während seiner langen Abwesenheit hat Laes eine neue radikale Gruppierung gegründet. Die Son Sangras, um sich an der WFA zu rächen. Unterdessen hat Jack die Dorfhäuptlinge entführt, damit sie ihm helfen, den Speer zu durchbrechen. Jetzt müssen Cutter und Vernon zusammen einen Weg finden, Menschen und Talana an einen Tisch zu bringen, um ein Blutbad zu verhindern. Auf zur Rettung. Rette alle Dorfhäuptlinge von der WFA. 5. Alter. Ja, dann... Boah, das wird ja witzig. Hi. Ma, wie läuft es so? Was glaubst du denn? Hatzo ist zurück. Wenn er früher schon problematisch war, ist er jetzt noch schlimmer, da er zu dieser neuen Gruppe von Jod-Fanatikern gehört. Hast du etwas von Dark gehört? Nein. Aber hätten es die Invasoren auf Darks Umkehr abgesehen, hätten sie es öffentlich getan, um uns zu entsetzen und ein Exempel zu statuieren. Stattdessen nahmen sie ihn gefangen. Er lebt. Ich kann es spüren. Vielleicht weiß Azan, wo sie ihn hingebracht haben. Ich hatte mich versteckt und weiß nichts. Was ist mit Hatzo? Weiß er etwas? Er kehrte zurück, als Dark fort war. Sei vorsichtig, Ulukai. Die Son Sangras verbreiten ihre Anti-Menschen-Ideologie überall in Emea. Und du bist ein Mensch. Ich fürchte die Son Sangras nicht. Einen Freund zu verlieren schon. Ich werde Dark finden und an seinen angestammten Platz zurückbringen. Mögen die Jods dich leiten, Ulukai. Und das sage ich nicht als Jod-Fanatiker, sondern als Freund. Mir gefallen die Ideen der Son Sangras nicht. Doch sie finden viel Gehör. Sogar unter meinen Arbeitern. Ja, sei vorsichtig und halte dich bedeckt. Uns fällt schon eine Lösung ein. Gefangener Anführer. Weißt du, wo Dark sein könnte? Die Invasoren haben ihn gefangen. Sie haben ihn in eine ihrer Anlagen gebracht. Wir konnten nichts tun. Welche Anlage? Ich weiß es nicht genau. Azan weiß Bescheid. Okay. Bis später. Dann. Viel später. Okay? Lias, ich bin's. Hörst du mich? Sprich mit mir, Lias. Tut mir leid, Lias. Bitte tu meiner Tochter nicht weh. Ey. Hi, Fanatiker. Hatzo, was treibst du denn hier? Dark hat für seinen Leichtsinn bezahlt. Der kommt nicht zurück. Ich konnte Emea nicht ohne einen Anführer zurücklassen. Also, hier bin ich. Du bist also wieder da, als wäre nichts gewesen. Wo warst du? Auf einer Pilgerfahrt zur heiligen Zuflucht Palana. Ich habe mit unserem Zeremonienmeister Herax und vielen anderen gesprochen, die meinen Glauben an die Jods wiederhergestellt haben. Ich folge nun dem Weg der Son Sangras. Ich erkenne jetzt, dass nur Krieg die Unterdrücker bezwingen kann. So ein Schwachsinn. Der Anführer, der wahre Anführer von Emea ist gefangen. Und wir müssen ihn befreien. Die Bewohner von Emea haben mich gewählt, Mensch. Sie wissen, dass ich für ihr Überleben kämpfe. Du gehörst nicht zu uns, also solltest du Emea verlassen. Sofort. Dark. Wo ist Dark? Mir ist egal, wo er ist. Die Jods haben sein Schicksal bestimmt.
und ich rühre keinen Finger, um sein jämmerliches Los zu ändern. Dark hat sich zum Kampf gestellt, als du Angst hattest, auch nur laut zu husten. Ich habe die Wahrheit gesehen. Gesegnet seien die Sonnensankras, die wahren Diener der Jots. Verdammter Fanatiker. Ja, dann also bis bald. Ich gehe ja schon. Und trotzdem bist du noch hier? Ey, ey, ey. Slade an Colonel Vernon, hörst du mich? Slade, ist ja Wochen her. Ich hatte echt Gewissensbisse. Wem sagst du das? Was von Camilla gehört? Die Talaner haben sie noch. Aber wenn du deine rebellische Freundin zum Reden bringst, kann ich ihr Signal über den Comlink orten. Verstanden. Ich weiß nur nicht, ob Leas und ich noch Freunde sind. Mal sehen, was ich tun kann. Slade End. Alles in Ordnung, Nemeth? Hatsu ist zurück. Er betrachtet mich nicht als Freund und er sucht nach einem anderen Schamas, um mich zu ersetzen. Meine Monde sind gezählt, Ulukai. Der Typ hat hier nichts mehr verloren. Er wurde abgewählt. Hatsu hat sich den Son Sankras angeschlossen. Nach Darks Gefangennahme haben sie ihm in sein altes Amt zurückverholfen. Die Bewohner Emeas sind leicht zu beeinflussen und sie hassen die Menschen zutiefst. Du bist in Emea nicht sicher, Ulukai. Kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Sei bereit. Mögen die Jots meine Hände führen. Gefangener Anführer. Weißt du, wo sich Dark befindet? Ich weiß es nicht. Du solltest Azan fragen. Seine Beschützer verfolgten die Menschen, die Dark ergriffen. Gut. Danke für den Hinweis. Kannst du mir... Nein. Pass auf dich auf, Nemeth. Dann geht's mal in die Wipfel. Azan. Was geht, Robin Hood? Ich heiße Azan. Aber du kannst mich auch Beschützer nennen. Gefangener Anführer. Ich muss Dark finden und ihn befreien. Meine Beschützer haben ihn gefunden. Ich kann dir zeigen, wo man ihn gefangen hält. Worauf wartest du dann noch? Komm schon, Mann. Das kannst du besser. Die Invasoren hatten uns umzingelt. Dark wollte ein Blutbad vermeiden. Also befahl er uns nicht zu schießen. Er ergab sich, um unsere Leben zu retten. Diese Schwäche eines Anführers unwürdig. Schwäche? Das ist Tapferkeit. Erkennst du nicht den Unterschied? Egal. Hatsu hat wieder das Sagen. Jetzt gehören wir zur Befreiungsfront der Son Sankras. Wenn die Invasoren wiederkommen, sind wir bereit. Ich habe geschworen, jeden Menschen zu erledigen, der mir über den Weg läuft. Ich bin ein Mensch. Oh, stimmt. Naja, du solltest wohl lieber gehen, bevor es hier hässlich wird. Der Galenta weiß vermutlich, wo sich Dark befindet. Er ist meine einzige Hoffnung. Tja. Ich bin weg. Wir sehen uns, Azan. Steig auf den Rücken des Galenta. Ja. Ja, wenn Scheiße, dann richtige Scheiße, ne? Hallo. Hey, Sotil, hast du Dark gesehen? Nein! Furchtbar, was mit ihm geschehen ist. Mit uns geschehen ist. Die Son Sankras hassen meine neueste Kollektion. Sie weckt keine Furcht, sagen sie. Wann habe ich jemals etwas Furchteinflößendes gewebt? Die sind wirklich auf dem Kriegspfad. Aber nicht mit diesen Klamotten. Gefangener Anführer. Ich werde Dark befreien. Ich kaufe dir jede Info ab, die du zu ihm hast. Azans Beschützer sehen zu, Mensch. Ich darf dir überhaupt nichts verkaufen. Komm schon, Sotil. Ich gebe dir auch mein Shirt. Wenn ich keinen Ärger mit den Son Sankras will, sollte ich gar nicht erst mit dir reden. Tut mir leid. Wir sehen uns, Sotil. Bleib schick, Cutter Slate. Yep. 2, 3, 4, 5. Wupp. 2, 3, 4. Wupp. Gut. Dann fliegen wir mal in die Richtung.
wo unser guter Freund gefangen halten werden sollte. Theoretisch. Alter, Alter. Und ich dachte so, ja, jetzt Ende. Einmal zwei, drei Bosskämpfe und dann fertig. Nein, jetzt hast du noch so eine... Wäre die Geschichte besser erzählt, wäre es weniger tragisch. Ich möchte noch ein wenig weiter runter. So. Gut. Dann mal schauen. Dark befreien. Dark. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Nicht? Dark, geht's dir gut? Du kannst rauskommen. Mein Freund, ich dachte, du kommst nie wieder. Geht mir schon mein ganzes Leben so. Was ist hier passiert? Meine Tochter hat mich gerettet. Seitdem verstecke ich mich. Wie geht es im Meer? Fanatiker haben das Dorf übernommen. Die Son Sankras. Ich hörte, Leas führt sie an. Ich vermisse die Dolotai-Wächterinnen. Dieser neue Orden ist viel zu extrem. Eine Gefahr für uns alle. Der Kampf muss enden, Dark. Die Talana können noch Frieden mit den Menschen aushandeln. Ich werde vielleicht deine Hilfe brauchen. Mögen die Jots mit dir sein. Dark befreien ist abgeschlossen. Dann wieder. Eieiei. Wieso kein Ton der gesprochenen Sprache? Wieso? Was falsch gelaufen?
Ey. Jack zieht alle in seine persönliche Vendetta. Ich kann das nicht zulassen. Gut, dann... Die WFA hat Hieron erwischt. Jemand muss gesehen haben, wo er hingebracht wurde. Hallo. Marzo. Schön, dass es dir gut geht. Mir geht es nicht gut. Lasst uns in Ruhe. Marzo, ich bin's. Entspann dich. Deine Menschenfreunde waren im Dorf und haben Hieron verschleppt. Ich weiß. Ich werde ihn befreien. Ich bringe euren Häuptling zurück. Ich weiß nicht, ob ich dann noch hier bin. Die jottverdammten Son Sankras verbieten mir weiter Pilam zu brauen. Sie sagen, das sei gegen den Willen der Jots. Was soll denn ohne Pilam aus Bida werden? Wir finden eine Lösung. Die Lösung heißt Pilam. Gefangener Anführer. Irgendeine Idee, wohin die Invasoren Hieron gebracht haben? Weißt du es nicht? Schließlich ist es doch dein Volk. Ich bin nicht auf ihrer Seite. Laut den Son Sankras bist du aber auch nicht auf der Seite der Talana. Ja, ich will gerade nicht in meiner Haut stecken. Sie haben ihn nach irgendwo eskortiert. Ich kann dir zeigen, in welche Richtung sie gegangen sind. Sie können noch nicht weit sein. Invasoren. Du hast die Invasoren gesehen? Das ganze Dorf hat sie gesehen. Ihre Anführer sahen genauso aus wie du. Bis du Hieron zurückbringst, hast du in diesem Dorf keine Freunde mehr. Hoffentlich wurde er noch nicht umgekehrt. Ich werde ihn finden. Mirko. Die Invasoren überfallen die Dörfer. Du solltest Mirko in Sicherheit bringen. Ich fürchte mehr um seinen Verstand als seine Sicherheit. Wie meinst du das? Er ist brillant. Er ist gelangweilt, frustriert. Frustration führt zu Versuchung. Welcher Versuchung? Die Son Sankras beeinflussen ihn. Sie säen Ideen in seinem Geist. Ideen von kriegerischer Rebellion. Sie wissen, wie schlau er ist. Sie wollen ihn auf ihrer Seite. Das musst du verhindern, Marzo. Sprich mit ihm. Er wird es verstehen. Ich bin sein Vater. Ich bin wohl der einzige Talaner, auf den er nicht hört. Doch du bist sein Freund. Sprich du mit ihm. Okay, Seren. Wie war Okastok? Noch besser als erwartet. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, aber Seren und ich hatten eine fantastische Zeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn es ein nächstes Mal gibt. Wir sehen uns, Fremder. Oh, Mirko. Hallo. Mirko, tu dies. Mirko, tu das. Mirko, komm her. Mirko. Oh, hey. Wie geht's dir? Sankra-Versuchung. Und Marzo? Er braucht dich hier. Hör schon auf. Er würde zu gerne ein zweites Kind als Nachfolger für seine kostbare Brauerei ausbilden. Doch er darf nicht mal mehr Pilam brauen. Also muss er vielleicht den Beruf wechseln. Die Son Sankras verbieten ihm zu brauen? Hey, können wir weiter über mich reden? Ich habe endlich Freunde, die mich respektieren. Mirko, du oder deine Freiheit sind den Son Sankras völlig egal. Sie sind auf dem Kriegspfad und ziehen dich einfach mit. Lass das nicht zu. Du bist schlau, Kleiner. Ich bin kein Kleiner. Und wenn ich als Beweis Waffen erschaffen muss, dann sei es so. Was für Waffen? Nurkan würde den Son Sankras niemals helfen. Nurkan mag der letzte Führer seiner Generation sein. Doch eine neue Generation steht bevor. Meine Eloe van Dasma ist stark. Und ich bin nicht der Einzige. Die Son Sankras suchen bereits nach ihnen. Und was, wenn sie jemanden finden? Oder mehrere? Dann brauchen sie mich nicht mehr. Und ich versauere auf ewig in der Brauerei und ich kann nicht einmal mehr brauen. Du willst ein Fühler sein? Ein echter? Dann habe ich einen Plan. Mach, was du willst, Mensch. Doch ich warte nicht ewig. Hieron. Hast du eine Idee, wo Hieron sein könnte? Die Menschen haben ihn entführt. Sie haben ihn Fragen zum Speer gestellt. Natürlich konnte Hieron sie nicht verstehen, weil sie Agakamon gesprochen haben. Vermutlich ist er in der Basis in der Nähe und wird weiter verhört. Ich bringe ihn zurück. Okay. Bleib locker, Kleiner. Ich bin kein Kleiner, aber egal. Ey.
Ich bin hier. Hast du Camilla gefunden? Noch nicht, aber einen der Häuptlinge. Selbst mit einem Dolmetscher wird Jack nichts aus ihnen rausbekommen. Der General verliert den Verstand. Er wird die Gefangenen einfach hinrichten, wenn sie nicht reden. Das ist Wahnsinn. Was können wir tun? Was Camilla die ganze Zeit schon tun wollte. Verhandeln. Du musst die Erde kontaktieren und um Waffenruhe bitten. Waffenruhe? Die Talaner greifen unsere Außenposten an und halten unsere einzige Vermittlerin gefangen. Wenn das keine Kriegserklärung ist, weiß ich auch nicht. Gott verdammt! Es muss doch einen Ausweg aus diesem Desaster geben. Ich versuche es, aber Jack sitzt mir im Nacken. Ich habe null Sicht auf den Standort der Gefangenen. Halt mich auf dem Laufenden. Ich sehe mich in den Dörfern um. Vielleicht finde ich die anderen Häuptlinge, bevor es zu spät ist. Slate Ende. Dann auf zum nächsten Häuptling. Alter. Wie einfach alles nur den Bach runtergeht. Lias, ich weiß, dass du das hörst. Sprich mit mir. Was willst du? Pass auf. Die Fühler sollten die Talaner nicht bewaffnen. Ich weiß, es war meine Idee. Aber das war ein Fehler und... Die Menschen haben uns mit mächtigen Waffen versklavt. Den gleichen Waffen, die Jan umkehren ließen. Jetzt haben wir die Waffen. Wir haben die Macht. Sei keine Närrin, Lias. Lass Camilla gehen. Sie gehört hier nicht her. Sie ist die wahre Ulukai. Sie hat das Sokrum-Amulett. Die Jots werden uns vor der Tyrannei eures Volkes erretten. Die Ulukai wird sich unserem Kampf anschließen. Und wenn ich sie zwingen muss. Leas Ende. Nein, warte. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Schon wieder gegen so einen. Jetzt habe ich keine Heiltränke mehr, nass Puppi. Alter. Ich möchte einfach, dass der Kampf zu Ende ist.
Boah. Oho. Jetzt muss das aber... Du stinkst wie ein fast verdorbenes Bier. Der Geruch von Pila. Heron, du bist sicher! Lauf schnell zurück nach Bida! Sofort! Du lebst noch? Nicht mehr lange. Bon Appetit, Trottel. Alter. Okay. Boah. Ist das... Ich hasse Spinnen. Ja, ich auch. Deshalb musst du jetzt nicht gerade langsamer werden. Jetzt heißt es, einfach mal schön wieder Heilpflänzchen sammeln. Slade, die Rebellen haben... Sonsankras, so nennen sie sich, Colonel. Die Sonsankras haben einen unserer Konvois entführt. Schwere Verluste. Sie haben unsere Waffen und Quantenressourcen. Verdammt. Sie werden eure Waffen gegen euch einsetzen. Nicht mehr lange, dann führt Jack die schweren Geschütze auf. Es gibt noch schwerere Geschütze? Oh Mann. Hattest du schon Kontakt zur Erde? Ich versuche es, aber das Direktorat hat nur einen direkten Draht zum General, zu niemandem sonst. Ich melde mich bald wieder. Viel Glück. Slate Ende. Oh. Ei, ei, ei. Und jetzt fehlen noch 4 Häuptlinge für mich. Dass man nur überhaupt mal an den Tisch sitzt. Oh, du siehst du. Oh, Scheiße. Da kommen sie. Mehr kann ich nicht tragen, zumindest vorerst. Schön für dich. Ich brauche mehr von denen. Und zwar noch 9 Stück, wenn ich es jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Nein, habe ich nicht. Dann wären noch 5, jetzt noch 4. Ich glaube, die sind voll. Alter Falter. Gut. Nach Bida, brauen, schauen, machen, tun.